Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und einem neuen Let's Play-Projekt. Ich starte heute hier auf meiner PlayStation 5 mit dem Spiel The Callisto Protocol. Ja, ich werde das Spiel im Leistungsmodus spielen, um da ja eine gute Bildwiederholungsrate zu haben. Und freue mich richtig auf das Spiel, denn es gibt ja echt viel zu selten so Horrorschocker, die mal so im Weltraum spielen. Ganz bekannt dafür war natürlich die Dead Space-Reihe, Dead Space 1 und 2. Auch vor kurzem lief das auf meinem Kanal hier als Let's Play. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich bin großer Fan von Dead Space 1 und 2. Von Dead Space kommt ja auch sogar noch ein Remake im Januar. Aber hier haben wir jetzt mal wieder ein ganz neues Projekt, hat nichts mit Dead Space zu tun, aber wir werden einige Elemente wiedererkennen, die schon sehr ähnlich aufgebaut sind, weil der Hauptverantwortliche, der Entwickler, ich glaube, der hieß Schofield, der hat damals nämlich auch an Dead Space mitgearbeitet, besonders an Teil 1. Und da werden wir hier einige Elemente wiederfinden, die er in Dead Space angewendet hat und die auch hier genauso angewendet werden, wie zum Beispiel Benutzung des Interfaces, dass man kein wirkliches HUD-System hat, sondern das so in der Spielwelt so eingebaut ist und so weiter. Das hat man ja schon in den Trailern gesehen, das wird hier genauso wieder sein. Aber ich freue mich drauf und bin gespannt, was er jetzt uns Neues erzählen möchte. Wie gesagt, Dead Space war cool, aber jetzt geht es ja zum Mond Callisto und da erleben wir eine ganz neue Schocker-Gruselgeschichte im Weltraum. Das Setting schon mal, glaube ich, wieder richtig geil. Und wenn ihr Bock habt und wollt mich hier begleiten bei diesem Abenteuer, schaltet gerne jeden Tag ein. Ich denke, ich werde die Videos so um 18 Uhr immer veröffentlichen, jeden Tag. Immer so eine Folge, wie immer. Es läuft ja auch noch God of War. Und habt ihr Bock und wollt das mit mir zusammen erleben, dann schaltet gerne ein. Aber jetzt nochmal eine kleine Warnung oder auch Hinweis muss ich für dieses Spiel auf jeden Fall loswerden. Das Spiel hat in Deutschland keine Jugendfreigabe erhalten. Es ist ab 18 Jahren freigegeben. Es ist ungeschnitten, aber völlig ab 18 freigegeben. Also es ist vielleicht nicht für jeden etwas. Wir werden hier Horrorelemente sehen, wir werden Gewaltdarstellungen sehen und Action-Szenen und so weiter. Aber Gewaltdarstellung und Horror ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Wenn ihr noch nicht 18 seid, dann auf jeden Fall auch nicht für euch. Das möchte ich hier am Anfang des Videos nochmal erwähnen. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Anfang und wenn ihr Bock habt und das was für euch ist, dann bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch den Anfang an. Also, viel Spaß mit dem Anfang jetzt von The Callisto Protocol. Erschreckende Bilder von Europa. Ein schamloser Angriff der Terrorgruppe Outer Way, angeführt von der berüchtigten Dani Nakamura. Das reicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Hier Callisto Hangar Control an UJC Karen. Sie haben die Sicherheitszone verlassen. Verstanden, Hangar Control. Nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max.
Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Hm? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziele im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nichts. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Die Steuerbord- und Backbord-Sensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich gehe ja schon. Okay. Jetzt können wir das allererste Mal die Hauptfigur steuern. Jacob werden wir hier spielen. Das Spiel ist vollgepackt mit echt bekannten Schauspielern. Ich gehe ja schon. Also man sieht hier sehr viele bekannte Gesichter, die man aus Filmen, aus Serien kennt. Jacob, die Hauptfigur, die wir hier spielen, den kennt man aus den Transformers-Filmen. Da hat er immer diesen Marine-Soldaten gespielt, der da auch gegen die Decepticon kämpft, in den Wüsten unterwegs ist und so weiter, falls ihr die Transformer-Filme kennt. Er ist da dieser Marine. Und den spielen wir hier hauptsächlich. Den Co-Piloten da, seinen Kollegen Max, das Gesicht kommt mir auch sehr bekannt vor. Die Dame, die am Anfang auf dem Jupiter-Mond Europa rumgegangen ist, in der Stadt. Die kennt man auch aus der Serie The Boys. Ich glaube, sie heißt Fukuhura, wenn ich mich nicht irre. The Boys spielt sie auf jeden Fall mit. Da ist sie befreundet mit diesen Franzosen und so und in der The Boys-Truppe unterwegs. Auch eine Dame mit Superkräften. Und sie hat auch bei Suicide Squad mitgespielt, als Katana Girl. Im ersten Suicide Squad-Film. So. Okay, wir schauen uns hier erstmal um. Also so ein paar Hintergrundinformationen werdet ihr bei mir ja immer ein bisschen bekommen. Der Frachtraum, Jacob. Komm, man geht nachsehen. Wenn das für euch in Ordnung ist. So, wir sehen schon, wir haben keinen HUD und so weiter. Ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen. Alles hier wieder in der Welt eingebaut, wie da auch. Okay. Ein Audiolog. Okay, Audiologs kennt man ja auch zum Beispiel aus den Dead Space-Spielen. Also auch hier wieder eine Gemeinsamkeit. Können wir uns im Inventar mal ansehen. Hier. Jacob Lee. 1,90 Meter und 95 Kilo. Persönliches Logbuch. Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Okay. Sein Geburtsdatum, 26.06.2278. Okay. Sieht man, in welchem Zeitraum das ungefähr spielt. Wie alt mag er jetzt sein? So 35? Vielleicht so? Mitte 30? 36? Vielleicht so Ende 30? Gesuchte Person ist aber nicht, oder? Er wird auch gesucht? Hier? Interessant. Ich denke, er ist nur Frachtpilot. Aber die haben ja eben davon geredet, dass das letzte Ding ist, was sie durchziehen und sie dann ausgesorgt haben. Also so ganz saubere Geschäfte scheint es auch nicht zu sein. Ist das hier Max' Kabine? Hat er auch was im Schrank? Leider nicht. Oh. Hat er Familie? So, das ist der Frachtraum, denke ich mal. Endlich mal wieder in einem Raumschiff unterwegs sein. Kommt immer so zu selten vor in den letzten Jahren. Was? Vergessen, wo der Frachtraum ist? Nein, aber guck mal, was wir für eine coole Schwarzlichttoilette haben. Hier. Yeah. Vielleicht ist das auch ein Laser und wenn du reinmachst, wird alles gleich total zersetzt. Geil. Weltraumklo wird auch eins. Okay, das sieht schon mal echt schön aus mit der Beleuchtung und stimmungsmäßig. Ich denke, ich habe die Ehrlichkeit für YouTube passend angepasst. Komm schon, Max. So packt man die doch nicht. Die Kisten hier? Ja, alles ein bisschen zugebaut, da hat er recht. Danger! Das lohnt sich. Ich sollte den Rest des Schiffs prüfen. Okay. Was können wir noch prüfen? Hier runter? Ah, ich mag das, solche Gänge hier. Guck mal, wie schön das aussieht. Erster Eindruck schon mal. Suki.
Das sollte nicht passieren. Nicht solche Ausdrücke gleich am Anfang. Ist alles okay. Sollte auf der anderen Seite nachschauen. Okay. Können wir hier rüber? Ich glaube, das Spiel zeigt uns dann immer so, wo man überklettern kann. So die Kisten mit diesem gelben Rand. Ich denke, das wird sich dann wiederholen. So, dass man erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wie die Levels und Welt aufgebaut ist so. Mit was man alles interagieren kann. Hier ist aber nicht alles in Ordnung. Wieso haben wir Feuer? Wieso brennt unser Schiff? Max, es gibt Probleme. Hä? Wir wurden geentert. Verdammt. Der Autoway? Ja, sieht so aus. Na gut, dann beweg deinen Arsch wieder hier rauf, aber vorsichtig, die könnten überall sein. Gehe zurück ins Cockpit. Die haben uns geentert? Diese Terrorgruppe, wovon im Fernsehen gesprochen wurde. Okay. Das habt ihr nicht richtig gemerkt. Okay, wir können uns... Nice, wir können hier schleichen. Das ging in Dead Space nicht. Scheiße. Suche im Frachtraum. Es muss hier irgendwo sein. Was sucht ihr? Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Woher soll ich das wissen? Ich weiß es auch nicht. Jedes Mal, wenn wir hier lang gehen. Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Wirkt der Raum hier immer größer, der Frachtraum. Wie viel sind das? Wir können sprinten. Ich will doch hier nicht sprinten. Oh ja, jetzt wissen wir. Sie gehen in Richtung Brücke. Lass mich rein. Was willst du jetzt tun? Was immer nötig ist. Das ist die Dame. Was machst du? Was machst du da? Nein, scheiße. Achtung, explosive Dekompression im Frachtraum. Halte durch. Das fängt ja super an, ey. Pass auf! Achtung, Atmosphäre abgelassen. Komm hier hoch, Jacob. Atmosphäre abgelassen, was du nicht sagst. Was ist das Feuer? Achtung, Initialdämpfer offline. Komm schon, wir müssen das Schott da vorne schließen. Sie zieht uns runter. Mach die Tür zu. Übertrag die Steuerung an mich. Übertrage die Steuerung. Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist UCG Charon. Kehre zurück nach Callisto. Er wird Knoten an der Erlaubnis. Negativ, UJC Charon. Keine Erlaubnis zum Wiedereintritt. Sorry, ich habe keine Wahl. Wir sinken rapide. Verstärkt die Antigraphs. Sind schon auf Maximum. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es. Pass auf! Festhalten! Wir schlagen auf! Keine Erlaubnis zum Wiedereintritt. Was sollen wir machen? Wir stürzen ab. Wart mal kurz, ich dreh wieder um, ich darf nicht landen. Sehr witzig. Ich meine, was wollen die machen? Uns abschießen? Wir stürzen ja schon ab. Geschafft! Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen! Hey, Max!
Max! Max! Warte, ich komme! Hey, hey! Jacob! Oh! Jacob! Oi! Hast du nicht auf mich gehört? Hey, hey! Komm schon! Und die schweißen sich ja auch durch. Ui. Ich glaube, die gehören zum Gefängnis. Security. Ein Lebenszeichen erfasst. Setze Suche fort. Black in Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Okay, bringen wir sie heraus. Laut Verzeichnis transportieren sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Thermalregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geentert von... Lass mich los! Sie... Hier. Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Hey! Ich hab nichts getan! Naja, aber du bist ja auch auf der Gesuchtliste. Haben wir ja eben gerade gesehen. Okay, das ist der Callisto-Mond, ein Gefängnisplanet. Nicht Planet, sondern ein Mond. Der Mond Europa hat ja mehr so Stadt und hier auf Callisto, auf dem Mond, ist das Gefängnis. War der Captain Ferris eben, war das Starkiller, der Schauspieler? Ausbruch! Wir sind noch gerade erst gekommen. Da haben wir Glenn A. Schofield, der hat Deathbase gemacht. Ruhe! Ist viel zu spät für den Scheiß. Das ist er. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist tot. Ist mir egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben Sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den Sie wirklich gehören. Um das zu finden, was Ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für Ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir... werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Iron. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Denn dein neues Leben liegt. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Synchro ist eigentlich an sich bisher nicht besonders gut. Nicht besonders synchron.
Sie betreten nun die Haftanstalt Black Iron, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey, lass mich! Hey, halt! Nein! Nein! Hey! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen bereiten nicht... Sie das Gerät vor. Gerät? Welches dieses Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Stopp! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Sieht schmerzvoll aus. Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Okay, geht auf jeden Fall rasant los hier. Absturz, Gefängnis. Der hat schon mal einen besseren Tag gehabt, glaube ich. Erkunde die Zelle. Na dann. Ah. Neuer Häftling. 532-521. Kann ich mir nicht merken. Irgendwann vergesse ich die. Ja, und es war wirklich, also Captain Ferris ist Sam Witwer. Das ist Starkiller aus Star Wars, der Darsteller. Was haben wir denn da? Hä? Ist das Kinderspielzeug von Europa? Das lag doch an der Leiche da. In der allerersten Szene. Das war der Kollege. Achtung! Sicherheitspersonal sofort im Hauptblock melden. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe. Es gibt nichts zu befürchten. Was zur Hölle? Ja, stimmt was nicht. Wer hat denn die Zelle aufgemacht? Bewahren Sie Ruhe und wir können hier einfach aus der Zelle rausgehen. Da oben, die Leute sind ganz schön in Aufruhr. Das sind doch eher die Sicherheitsleute, oder? Und wir haben die Aufgabe, flieh. Ja, Leute, das war schon mal ein packender Einstieg hier in The Callisto-Protokoll. Ab jetzt geht das Spiel richtig los. Und wenn euch der Anfang schon mal gefallen hat, aber ihr habt gesehen, die Darstellung vom Gewalt und so ist schon krass vorhanden. So sein Kollege mit dem Gesicht. Da werden wir noch einige Szenen so mehr haben. Ist, wie gesagt, dann nicht für jeden geeignet. Ab 18 Jahren auf jeden Fall freigegeben. Aber wenn euch das Ganze gefällt, dann schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn es hier weitergeht mit The Callisto-Protokoll. Also, danke fürs Einschalten. Danke für den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Episode. Ciao.